Es hat in sich ja schon, ich sag mal, was Vorgegebenes. Na? Die Frau nimmt in sich auf und der Mann dringt irgendwo ein. Deswegen ist ja auch Domina und Vögeln schwierig zu kombinieren. Ja? Deswegen habe ich mir dann auch lieber den Umschnalldildo umgespunden und Jungs gepopft. Das ließ sich mit meiner dominanten Rolle erheblich besser vereinbaren. Appetite. Dieses Yin und Yang, das ist schon, die haben sich schon was bei gedacht, die ollen Chinesen, als sie das formuliert haben. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Sexualität. Vor weiblicher Sexualität haben wir alle Angst. Deswegen wird ja auch weibliche Sexualität am meisten restriktiv behandelt. Deswegen haben ja auch alle monotheistischen Religionen einen Finger auf der weiblichen Sexualität, weil sie um ihre Mächtigkeit eben wissen. Das ist ja das, was ich mit der hedonistischen Kirche anders machen will. Ich will die weibliche Sexualität in den Vordergrund stehen. Eine Frau ist multiple orgasmisch. Na klar, es gibt auch Ausnahmen, aber eine Frau kann so viel mehr auch empfinden. Wenn der Mann das richtig anstellt, dann kann er ihr hunderte Orgasmen schenken. Ich meine, das dauert dann länger wie 10 Minuten, natürlich, aber die Geduld muss man haben. Aber es geht. Und beim Mann ist natürlich, ich sag mal, das Feuer ist es erstmal verschossen, dann dauert das eine Weile, Refraktärzeit, bevor sich das Ganze wieder erholt. Aber es gibt ja auch Männer, die haben ihren, was die Frauen halt G-Punkt haben, ihren P-Punkt gefunden. Ne? Und auch Männer sind in der Lage, stundenlange oder längere oder multiple Orgasmen zu erfahren, wenn sie sich denn mal auf ihre innere weibliche Seite einlassen. Und da wird es dann immer ganz interessant. Die Kerle wollen ihr Rohr immer ganz gerne irgendwo ins Hinterteil versenken. Und wenn man dann sagt, na Schätzelein, und was eigentlich mit deinem Arsch? Ist dann plötzlich alles ganz komisch. Ja? Aber die Männer, die sich trauen, kann ich nur sagen, die haben die Pforte zum Himmelreich geöffnet. Eine Schlampe im Bett, das ist das, was sich eigentlich jeder Mann wünscht. Frauen können immer Hure und Heilige in einer Person sein. Diejenigen, die das nicht zusammenkriegen oder voreinander kriegen, sind die Männer. Dadurch machen sie sich aber ihre eigene Frau langweilig. Ja? Und eine Schlampe im Bett ist noch keine Schlampe im Leben. Und man sollte sich auf gar keinen Fall in irgendwelchen dörflicheren oder kleineren Gemeinschaften an den Pranger stellen lassen. Also man sollte immer mal nicht vergessen, wenn man als Frau erstmal Kontakt zu seiner eigenen inneren sexuellen Magie gefunden hat, dann ist egal, wie alt man ist, wie dick oder dünn man ist oder was sonst irgendwie oder wie hübsch oder hässlich, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Ich sehe das ja hier immer wieder. Wenn eine Frau den Kontakt zu ihrer inneren Schlampe, zu ihrer inneren Lilith gefunden hat, dann ist sie so anziehend, das ist egal, wie sie aussieht, wie Fliegen ans Licht. Ja, das ist Energie, das hat nicht so viel mit Optik. Optik, Schönheit versendet sich. Die Alte liegt auf dem Rücken, schon ist das vorbei. Und wenn erst mal ein Mann seiner Frau emotional die Sicherheit geben kann, dass wenn sie ihre schlampigen Anteile herauslässt, dann wird er die ganze Erfüllung, die er braucht, mit dieser Frau finden. Und er muss sie nicht mehr woanders suchen.